So, also, das war jetzt ein Erkenntnisfortschritt. Die Friseurin soll mit 18% Abschlag dann mit 60 in Rente gehen. Das heißt dann aber, dass man in Zukunft nicht 18 Jahre Rentenbezugsdauer durchschnittlich hat, sondern 20. Wo die Finanzierungslücke geschlossen werden soll, weiß ich nicht. Wir haben auch kein Rentenkürzungsprogramm gemacht damit. Sondern ich will mal deutlich sagen, indem wir gesagt haben, es muss länger gearbeitet werden, ist auch ein Bewusstseinswandel eingetreten, der auch dazu geführt hat, dass gerade die Älteren profitiert haben. Wir haben das sogenannte Lissabon-Ziel, Beschäftigung der über 55-Jährigen, was im Jahr 2010 erreicht werden sollte, schon lange überschritten. Die über 50- und über 55-Jährigen haben weit überdurchschnittlich von dem Beschäftigungsaufwuchs in den letzten Jahren profitiert. Und ich will nur abschließend zur Rente sagen. Es gibt doch überhaupt kein Rentensystem, wo aus niedrigen Einkommen dann hohe Renten werden. Das will doch keiner versprechen. Und wir gehen doch auch nicht davon aus, dass jemand das ganze Leben nur den Mindestlohn verdient. Da teile ich das, was Frau Schmidt an der Stelle gesagt hat. Und ein hoher Beschäftigungsstand ist die beste Sicherung gegen niedrige Löhne. Und wir haben darüber hinaus ja nicht nur im Pflegebereich mit der Aufnahme ins Entsendegesetz, mit tariflichen Mindestlohnregelungen eine Menge gemacht für Millionen von Menschen, um das nach unten abzufedern. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, wir fördern sämtliche Säulen der Rentenversicherung. Und deswegen sagt der Rentenbericht der Bundesregierung auch zu Recht, nach allem, was wir heute wissen, können wir davon ausgehen, dass die Gesamtversorgung der Älteren im Jahr 2030 so ist wie heute auch. Denn wir geben ja nicht nur 80 Milliarden Euro in die gesetzliche Rente, sondern wenn man die Bezuschussung der betrieblichen und privaten Säule nimmt, dann sind wir bei 92 Milliarden Euro Zuschuss aus Steuergeldern für die gesamte Altersversorgung. Und deswegen sagen wir, gleichzeitig muss noch der Einzelne mehr tun, nicht weil wir den Einzelnen ärgern wollen, sondern weil wir zum Glück im Schnitt älter werden und weil wir weniger werden. Und auf diese Weise können wir mit vermehrten Anstrengungen das Gesamtversorgungsniveau halten. Und ich finde, das sind 92 Milliarden gut angelegtes Geld für die Altersvorsorge. Vielen Dank, Herr Brauch. Gibt es Wortmeldungen aus dem Publikum? Bitte schön. Vorne rechts. Ja, Frau Rund, bitte schön. Ja, eine Frage an Frau Schmidt. Und bitte kurz vorstellen dann, damit die ja, Damen und Herren... Ja, Cornelia Rund, Vorstand Paritätischer Niedersachsen. Frage an Frau Schmidt. Sie haben eben sich dafür gelobt, dass Sie die ortsübliche Tarifentlohnung nun im SGB 11 drin haben, als kalkulatorische Größe eben für die Entgelte. Das stimmt ja leider so nicht, sondern da steht es nur drin, die ortsübliche Vergütung. Von Tariflohn keine Spur. In Niedersachsen ist es so, dass sowohl der Sozialhilfeträger als auch die Kassen sagen, Tariflöhne sind nicht ortsüblich. Ortsüblich ist sehr viel weniger. Würden Sie in der nächsten Koalition diesen kleinen Fehler beheben? Nein, die Tariflöhne sind schon mit drin. Wir hätten gerne nur Tariflöhne gehabt, aber man macht immer Kompromisse zum Schluss. Deshalb ist diese Ortsüblichkeit drin. Die Ortsüblichkeit kann man definieren. Da, wo es Tariflöhne gibt, sind Tariflöhne auch allgemein anerkannt ortsüblich. Und nur, wo es keine Tariflöhne gibt, und die haben wir gerade in den neuen Bundesländern flächendeckend, weil es doch auch nur noch wenige gibt, die in einem Arbeitgeberverband sind und wirklich allgemeingültige Tariflöhne gelten, ist dann das Ortsübliche. Was wir mit dem Mindestlohn haben, ist das ortsüblich nach unten abdecken. Deshalb sitzen jetzt auch in der Kommission, und die gehen nicht von 7,50 Euro Mindestlohn aus in der Frage der Altenpflege, sondern da sind die Diskussionen, und da erwarte ich mir dann von den Wohlfahrtsverbänden, genauso wie von Caritas und Diakonie, die ja immer gesagt haben, man will keinen Mindestlohn, weil man viel höhere Löhne zahlt, dass sie entsprechend dafür sorgen, dass wir Mindestlöhne haben über das Entgeltgesetz, das wirklich auch dazu führt, dass junge Menschen in den Beruf gehen oder andere auch bleiben. Und das Zweite ist, im Pflegeweiterentwicklungsgesetz ist ein Paragraph, dass dann, wenn wir jetzt die tariflichen Regelungen in der Kommission haben, dass dann die Pflegesätze neu verhandelt werden können, wenn einer den Antrag stellt, und zwar auch jede Einrichtung den Antrag stellt, dann muss neu verhandelt werden, weil neue Kosten, die hier reingehen, die müssen berücksichtigt werden. Und das Dritte ist, auch das ist ein Schutz derer, von dem ich weiß, es ist immer schwer, ein Gesetz nachher umzusetzen, weil alle glauben, das ist nur eine Idee von Frau Schmidt, was haben wir mit den Gesetzen zu tun, und vergessen, dass der Bundespräsident das auch unterschrieben hat und Land, praktisch Bundestag und Bundesländer auch zugestimmt haben. Das Dritte ist, dass sie nicht mehr zum externen Vergleich gezwungen werden dürfen. Also es sind eine Reihe von Maßnahmen,
die dem Einzelnen das Recht gibt, dann mit auch Schiedsstellen, die angerufen werden können, das anders zu verhandeln. Wobei ich weiß, es ist schwer, weil jeder versucht, gerade mit den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe, hier zu drücken. Aber die Rechte sind auf der Seite derer, die versuchen, vernünftige Pflegesätze auch umzusetzen, im Interesse auch der Menschen, die gepflegt werden. Und dass Niedersachsen da ein besonderes Problem ist, glaube ich, müssen wir hier nicht reden. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und es gibt keinen Grund, warum in Nordrhein-Westfalen 30% höhere Pflegesätze sind. Aber wenn die niedersächsische Regierung sagt, unser Vorteil ist, dass es nirgendwo so billig ist wie in Niedersachsen, dann ist das eine Frage, die Sie auf der Landesebene mit Ihrer Regierung klären müssen. Wir haben vielleicht hier vorne links nächste Wortmeldung. Darf ich eben dazu, wenn Sie auch kurz sagen, sich vorstellen würden und aufstehen, dann haben die anderen Hörer leichter, die Stimme zu orten. Ja, Matthias Steindorf, Landesverband des Paritätischen Sachsen. Ich möchte vor allen Dingen an die SPD, CDU, CSU und FDP fragen. Die Tarifparteien streben ja an, dass die Löhne Ost und West angeglichen werden. Warum werden gerade beim Mindestlohn fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung Unterschiede zwischen Ost und West gemacht? Fairerweise sollten wir mit der FDP anfangen, weil Sie zuletzt gesprochen haben. Ja, wir setzen gegen die Mindestlohndiskussion ja unser Bürgergeld, weil wir glauben, ein Mindesteinkommen ist das, was wir brauchen. Und Mindestlöhne sind maximaler Unsinn, weil da, wo sie zu niedrig sind, sie nicht wirken. Und da, wo sie zu hoch sind, sie auch reguläre Arbeitsplätze gefährden können. Denn es ist ja faktisch so, dass ein Arbeitgeber noch so sozial eingestellt sein kann. Wenn er mehr zahlt, als ein Arbeitnehmer an Produktivität erzielen kann, gefährdet er auch andere Arbeitsplätze im Unternehmen. Deswegen fordern wir ein Bürgergeld, das die steuerfinanzierten Transferleistungen zusammenfasst. 138 an der Zahl im Moment, die von 40 verschiedenen Behörden verwaltet werden. Wer Hilfe braucht, blickt da garantiert nicht mehr durch. Aber der, der durchblickt, wäre vielleicht auch ohne Hilfe zurechtgekommen. Und da haben wir keine Unterscheidung Ost-West, sondern das Bürgergeld wird einen durchschnittlichen Satz von 662 Euro für den Erwachsenen haben. Durchschnittlich deshalb, weil wir uns hier nach den Lebenshaltungskosten der Region richten. Da gibt es in Ost wie in West welche, die Schwierigkeiten haben. Uckermark und Emsland beispielsweise. Es gibt aber auch in Ost wie in West welche, wo es teuer ist. Dresden und München zum Beispiel. Und deswegen wäre ein einheitlicher Betrag nicht hilfreich. Und deswegen wollen wir, genau wie es beim Sozialgeld heute oder bei der Sozialhilfe früher üblich war, auch die regionalen Unterschiede mit berücksichtigen. Das Bürgergeld hat im Gegensatz zum Mindestlohn den großen Vorteil, dass es ein Anreizsystem beinhaltet, an Tätigkeit aufzunehmen, weil wir bis zu den ersten 800 Euro Verdienst nur 60 Cent pro Euro anrechnen. Also jeder, und wenn er nur stundenweise arbeitet, der arbeitet, hat deutlich mehr, als wenn er nichts tut. Und deswegen ist es der Anreiz, reinzukommen, auch schrittweise. Und wir werden die steuerfreie Beschäftigung von 400 auf 800 Euro erhöhen und dann sukzessive in die Steuerpflicht und in die Sozialversicherungspflicht hineinwachsen. Bei 1200 Euro ungefähr wird das sein in dem Bereich. Das führt dazu, dass diejenigen, die erwerbsfähig sind, einen hohen Anreiz haben. Für diejenigen, die nicht erwerbsfähig sind aufgrund von Behinderung oder Kinderbetreuung, ohne Kinderbetreuungsplätze, wird es einen entsprechenden höheren Satz geben. Aus diesem Grunde keine Mindestlohndiskussion, sondern lassen Sie uns eine Diskussion über Mindesteinkommen führen. Der Vollständigkeitshalber für die, die in der Berechnung nicht ganz so drin sind, die 622 Euro entsprechen, 62 entsprechen exakt dem Hartz-IV-Sätzen. Das hieße also Bürgergeld auf Hartz-IV-Niveau. Nur der Vollständigkeit halber. Nur noch ein Satz dazu, also auch der Vollständigkeit halber. Einen Kinderregelsatz haben wir ausdrücklich nicht definiert. Wir gehen davon aus, wir brauchen einen. Ich bin auch der Überzeugung, selbst beim Arbeitslosengeld II bräuchte man einen. Aber weil die Verfassungsgerichtsentscheidung noch aussteht, habe ich gerade gesagt, Frau Schmidt, wir wachsen in die Sozialausgaben rein bei 1200 Euro dann erst. Weil die Verfassungsgerichtsentscheidung noch aussteht, haben wir deswegen hier keinen Betrag definiert. Daran sollte man sich dann richten. Lassen Sie mich einen Satz zum Mindestlohn sagen. Das klingt ja alles ganz toll. Sie haben gerade mehrere Sätze zum Mindestlohn. Ein letzter Satz. Der SPD-Bürgermeister von Neukölln. Was hat er gesagt? Er hat... Herr Buschkowski, den kennen Sie vielleicht nicht, aber jetzt haben Sie den Namen gehört, hat errechnen lassen in seinem Haus, dass im Vergleich zu einer vierköpfigen Familie im Arbeitslosengeld II der Mindestlohn, um auf das gleiche Niveau zu kommen mit allen Leistungen, bei 13 Euro netto liegen müsste, plus Kindergeld, damit man auf das Gleiche kommt wie die vierköpfige Familie im Arbeitslosengeld II. Ich bin sehr dafür, dass man Menschen, die sich alleine nicht den Lebensunterhalt finanzieren können, dass man denen hilft. Ich bin aber auch sehr dafür, dass man immer auch die im Blick hat, die das Ganze finanzieren. Was spricht dagegen Mindestlohn? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ganz einfach, wenn Sie von 7,50 Euro reden, ist das unsozial. Sie müssten mal schon mindestens 13 Euro Mindestlohn fordern, um das Arbeitslosengeld 2 zu erreichen. Also unser Konzept ist deutlich günstiger. Herr Brauksiepe, jetzt aber. So. Brauchen jetzt die SGB für Soziales? Ich bin doch Herr Brauksiepe, ja. Nicht Sie, Frau Schmidt. Dem liegt offensichtlich ein Missverständnis zugrunde. Wir sind ja dafür, dass der Staat sich so weit wie möglich aus der Lohnfindung heraushält und das den Tarifvertragsparteien überlässt. Wir übersehen nicht, dass gerade in den neuen Ländern es traditionell auf die letzten 20 Jahre bezogen, nie eine hohe Tarifbindung gab und dass sie auch in den alten Ländern abnimmt. Deswegen haben wir das Mindestarbeitsbedingungengesetz in der Großen Koalition modernisiert und haben damit grundsätzlich jeder Branche die Möglichkeit gegeben, zu Mindestlohnregelungen zu kommen. Und darüber hinaus haben wir was anderes gemacht. Wir haben das Entsendegesetz ausgeweitet. Im Entsendegesetz gibt es 9 Branchen, wenn man den Baubereich als Ganze nimmt, einschließlich aller Baunebengewerbe. Dafür haben wir 1996 das Entsendegesetz geschaffen unter Helmut Kohl und Norbert Blüm. Und wir haben in dieser Legislaturperiode 8 weitere Branchen in das Entsendegesetz aufgenommen. Alle 9 Branchen, die im Entsendegesetz stehen, sind unter CDU-Kanzlerinnen bzw. Kanzlern dort aufgenommen worden. Das heißt, wir machen tarifliche Mindestlöhne dann allgemein verbindlich. Das ist das Prinzip. Löhne, auf die sich die Tarifvertragsparteien verständigen, bei denen sagen wir, negative Koalitionsfreiheit, okay, niemand muss in der Gewerkschaft gehen, niemand muss dem Arbeitgeberverband beitreten. Aber wer das nicht tut, der muss damit rechnen, dass die, die sich organisieren, dann auch Bedingungen festsetzen, die dann auch andere gegen sich gelten lassen müssen, weil Tarifautonomie nicht funktioniert, wenn jeder vom Recht Gebrauch macht, nicht mitzumachen, sondern Tarifautonomie lebt davon, dass auch welche mitmachen. So, und dann ist folgendes Bild. Die Tarifvertragsparteien haben die Löhne festgesetzt. Und die Tendenz, wenn ich das mal sagen darf, geht dahin, dass man die Ost-West-Gegensätze überwindet und zu einheitlichen Löhnen kommt. Zum Beispiel haben die Elektriker, Baunebengewerbe, haben jetzt den ersten Mindestlohntarifvertrag mit einem einheitlichen Mindestlohn Ost-West. Die Dachdecker haben ihn schon länger. Wir haben das Entsorgungsgewerbe jetzt aufgenommen ins Entsendegesetz. Da haben die Tarifvertragsparteien sich darauf verständigt, ein einheitlicher Mindestlohn für alle, egal ob öffentlicher oder privater Entsorger, gelernt, ungelernt, Ost-West, ganz egal, ein einheitlicher. So, dann gibt es andere Branchen, die wir neu aufgenommen haben, wie die Gebäudereiniger. Die haben ein Lohngitter, 7 unterschiedliche Entgeltgruppen, je nachdem, ob sie Fassade. Ja, den Satz sage ich aber noch. Tipp hier, gibt es so wenig Gebäudereiniger? Den Satz sage ich jetzt zu Ende, ja, weil es, glaube ich, zu dem Bild gehört, was wir machen. Ja. Und die haben sich verständigt auf 4 regionale Differenzierungen, ein Lohngitter von 20 verschiedenen Löhnen. Und wir haben als Große Koalition nichts anderes gemacht, als das zu übernehmen, was die Tarifparteien gemacht haben. Das heißt, wenn eine Branche 20 Löhne vereinbart hat, unterschiedliche, haben wir die für allgemeinverbindlich erklärt. Wenn sie einen genommen hat, haben wir den auch für allgemeinverbindlich erklärt. Wir haben als Politik nie gesagt, wir wollen eine Ost-West-Differenzierung, sondern wenn es sie gibt, haben sie die Tarifparteien vereinbart und sie vereinbaren zunehmend häufiger einheitliche Löhne für Ost und West. So, das war eine außerordentlich ausführliche Antwort auf die Frage, warum Differenzierung zwischen Ost und West, zusammengefasst, ist nie gewollt gewesen. So. Frau Schmidt, aber auch an Sie die Frage, und ich denke auch bei der SPD war so etwas. Also wir haben wirklich, ich sage jetzt nur mal, im Bereich auch Gesundheitswesen sukzessive dafür geführt, dazu beigetragen, dass die Einkommen auch angeglichen werden oder auch die Löhne oder Honorare angeglichen werden. Bei einem gesetzlichen Mindestlohn dürfte es die Differenzierung auch nicht mehr geben. Aber wir haben gestern bei Pflege geredet. Die haben gesagt, in einem ersten Schritt schaffen sie das nicht, wenn sie nicht noch differenziert machen. Aber das Ziel muss sein, dass wir 20 Jahre nach der Einheit nicht mehr nach Ost-West unterscheiden, was die Frage der Einkommen angeht, sondern nach anderen Kriterien, nach der Frage Ausbildung oder andere Dinge, die auch dann bestimmen, wie sieht eigentlich die jeweilige Entlohnung aus. Vielen Dank. Bevor wir uns bei Mindestlöhnen jetzt festbeißen, würde ich gerne unter dem Stichwort Teilhabe, das uns sehr wichtig ist, etwas anderes ansprechen, nochmal die Problematik von Menschen, die nicht in den Genuss eines Mindestlohns kommen, weil sie gar nicht in den Genuss eines Lohnes kommen und nicht irgendwelche Menschen, sondern unter dem Stichwort Teilhabe möchte ich hier auf Menschen mit Behinderungen zu sprechen kommen. Es ist schon erstaunlich, in den Wahlprogrammen findet man zu dem Bereich den größten Konsens. Da tut sich keiner was. Also alle fordern eigentlich alles. Und zwar hochvernünftig.
Man sollte denken, bei so großer Übereinstimmung im Deutschen Bundestag müsste sich doch enorm was bewegen in dem Bereich. Aber nach wie vor ist die Situation, dass wir seit Jahren jetzt rumdümpeln auf einer Arbeitslosenquote bei behinderten Menschen, die deutlich über der durchschnittlichen liegt, bei Moment glaube ich 16% etwa. Die 16,6. Durchschnittliche liegt bei 9%. Und die Frage ist, wenn so viel Konsens da ist, warum um Himmels Willen bewegt sich so wenig? Und ich möchte jetzt Frau Beck und Frau Kipping noch mal fragen, wenn Sie die Chance hätten, drei Maßnahmen jetzt, die aus Ihrer Sicht was ändern könnten an dieser Situation, an dieser nach wie vor bestehenden groben und fürchterlichen Ausgrenzung behinderten Menschen vom Arbeitsmarkt, welche Maßnahmen wären das Ihrer Ansicht nach? Also meines Erachtens muss man an der Schwerbehindertenquote etwas tun, und zwar sowohl an der Quote wie an der Abgabe, um hier den Anreiz zu schaffen, entsprechend auch gerade bei Behinderten, die einen wo sich der Arbeitgeber engagieren muss, um einen entsprechenden Arbeitsplatz zu schaffen und so, das ausgleichbar zu machen und es zu einer Last zu machen, wenn man diese Quote nicht ausfüllt. Es gibt viele Arbeitgeber, die engagieren sich und machen das aus höherer Einsicht, aber es gibt eben auch leider viele Arbeitgeber, denen ist das egal, und solange diese Abgabe niemandem wehtut, sind sie auch bereit, gerne die zu zahlen und lassen das dann andere erledigen. Und das führt dazu, dass wir dann eben, wenn wir überhaupt Beschäftigung haben, ganz viele nur in Werkstätten für Behinderte haben, was ja zwar gut ist für diejenigen, die da unterkommen, aber was ja eigentlich keine Lösung sein kann und was eben auch nicht hinreichend die Arbeitslosigkeit unter Behinderten beseitigt. Das andere ist meines Erachtens, wenn man früher einsetzt, beim Bildungssystem. Ich glaube, auch in diesem Bereich ist es besser, wenn wir mehr gemeinsames Lernen machen und die Selektion des Politik beenden. Die Selektion ist, das gilt für Migranten, die man nicht an die Gymnasien heranlässt, das gilt für die Behinderten, die in Sonderschulen ausgegliedert werden, ist der Anfang davon, dass man im späteren Leben auf dem Erwerbsarbeitsmarkt auch ausselektiert wird, weil man nicht richtig gefördert wird, weil man nicht am normalen Leben teillebt, sondern in einer Sonderwelt lebt, wo dann eben nur noch Behinderung um einen herum ist und man nicht lernt, dass es einfach Menschen mit ganz unterschiedlichen Qualitäten, Fähigkeiten und Defiziten gibt und dass das zum ganz normalen Leben dazugehört. Und es macht uns sogenannte Nichtbehinderte ja auch immer mit behindert im Umgang mit Behinderten. Also die Scheu, jemanden einzustellen bei jemandem, der noch nie mit Behinderung und Krankheit in seinem Leben zu tun hat, ist natürlich viel höher als jemand, der weiß, jemand, der im Rollstuhl sitzt oder jemand, der Blindenschrift liest oder der nicht hört, war in meiner Klasse, mit dem bin ich ganz gut zurechtgekommen. Mit so jemandem kann ich mir auch vorstellen, in einem bestimmten Position zusammenzuarbeiten. Diese Vorstellung bei jemandem, der solche Entscheidungen zu treffen hat, ist natürlich viel leichter mit einem Ja zu beantworten, als bei jemandem, dem das völlig fremd ist und dem das auch erstmal emotional Angst macht. Und der wird schnell die Bewerbungsakte zur Seite legen, weil er ja noch 30 oder 100 andere Bewerbungen auf dem Tisch hat, die diese Problematik nicht mitbringen. Also ich glaube, wir brauchen Mentalitätsänderung, aber auch ganz konkrete Maßnahmen, die sozusagen fördern und fordern auf Seite der Arbeitgeber, damit die richtige Entscheidung gefällt wird. Vielen Dank. Frau Kipping, ganz konkrete Maßnahmen. Welche wären das aus Sicht der Linken? Also wir haben im Bundestag selber eingebracht in Initiativen für ein Nachteilsausgleichsgesetz, unter anderem auch mit Blick natürlich auf den Bildungsbereich, aber nicht nur dort. Und eine Maßnahme in der Tat ist anzusetzen beim Bildungsbereich. Also es kann nicht sein, dass nur 15% aller Schülerinnen und Schüler mit Behinderung überhaupt in den Genuss von inklusivem Lernen kommen. Also noch ist immer an den Schulen in unserem Land ist immer noch eher eine Abschiebepädagogik die Praxis. Das muss man ganz klar sagen. Und wir sind da ganz weit hinter den europäischen Maßstäben, hinken wir hinterher. Also man kann sagen, in anderen europäischen Ländern ist es längst so, dass 80% aller Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in den gemeinsamen Lernen und die Erfahrung damit sind sehr gute und haben die entsprechenden Vorteile, die das anbelangt. Wir haben auch vorgeschlagen, um
da so ein bisschen ein verändertes Herangehen in den Köpfen hinzubekommen, dass das Amt des Behindertenbeauftragten angesiedelt ist beim Bundeskanzleramt, damit es wieder als Querschnittsaufgabe gedacht wird. Und ein dritter Punkt, wo wir parlamentarisch initiativ geworden sind in letzter Zeit, das mag auf den ersten Blick total als eine banale Sprachkrittelei erscheinen, aber das ist die offizielle Übersetzung der UN-Konvention, wo das Diskriminierungsverbot klar drinsteht in Artikel 5. Da gibt es von Seiten der entsprechenden Verbände zu Recht immer wieder die Kritik, dass da Übersetzungen den Grundgedanken unterminiert haben. Also im Gesetz selber ist von Inclusion die Rede und das ist hier übersetzt worden mit Integration. Integration meint aber was anderes, meint das was, was erstmal draußen ist, dann in einem mühsamen Prozess wieder reingeholt werden. Wir sagen, der Ansatz muss ein anderes sein, von Anfang an ein gemeinsames, ein inklusives. Oder dass die Idee von Barrierefreiheit übersetzt wird mit Zugänglichkeit. Zugänglichkeit meint niemals gleichermaßen wie Barrierefreiheit. Und ich finde, wie gesagt, gerade wenn man sich überall für Barrierefreiheit einsetzt, das wäre dann der nächste Punkt, der, glaube ich, ganz zentral wichtig ist, um Teilhabe zu gewährleisten. Barrierefreiheit ist eben was, was nicht nur Menschen mit einer Behinderung zugutekommt, sondern wovon alle profitieren. Also wenn man die ganz klassische Barrierefreiheit meint, das ist halt nicht nur für Menschen im Rollstuhl hilfreich, sondern auch für Menschen, die einen Rollkoffer hinter sich herziehen oder für Mütter und Väter, die einen Kinderwagen ausziehen. Also insofern denke ich, gerade wenn es um Teilhabe für Menschen mit Behinderung geht, die Maßnahmen wie inklusives Lernen, Barrierefreiheit und eine andere Einstellungspolitik ist was, was am Ende auch allen in der Gesellschaft zugutekommt. Vielen Dank, Frau Schmidt. Ja, ich bin jetzt seit mehr als 30 Jahren auch in der Behindertenpolitik tätig und ich glaube, jeder, der diese Entwicklung mitbekommen hat, der weiß auch, dass eine ganze Menge geschehen ist, auch in der Frage der gemeinsamen Beschulung. Ist immer die Frage, ob man genügend sonderpädagogische Ansätze auch in die Schule bringt oder ob es Schulreformen gibt, wo man sagt, es wird gemeinsam beschult und es kommt dem einzelnen Kind überhaupt nicht mehr die Förderung zugute, die es eigentlich braucht. Was ich aber glaube, wo man auch fair sein muss, der entscheidende Schritt, den haben wir 2001 gemacht. SPD-Grüne mit Karl-Hermann Haag damals als Behindertenbeauftragten, die das in dem Bereich arbeiten, wissen das, dass es uns da gelungen ist, den Grundsatz weg von der Fürsorge hin zur Teilhabe und zur Selbstbestimmung ins Gesetz zu nehmen. Das SGB IX, das entwickelt wurde. Wir haben danach das Gleichstellungsgesetz, das Antidiskriminierungsgesetz und viele andere Punkte mehr. Aber wer sieht, und ich bin auch vor Ort, was sich allein im Bereich der Lebenshilfe und all derer, die sich darum kümmern, dass die Menschen, die eine zusätzliche Förderung brauchen, damit sie so selbstständig wie möglich auch leben können, was das an eine Dynamik jetzt auslöst, auch in der Veränderung der Angebote, auch in der Veränderung der Sichtweise, was bedeutet eigentlich Integration, nicht nur im beruflichen Leben, sondern ins gesellschaftliche Leben, am politischen Leben teilhaben, Barrierefreiheit und viele andere Dinge mehr. Da sage ich, das ist erstmal gesetzlich geregelt. Die Umsetzung mit den vielen, vielen Akteuren im Kommunalbereich, in den Fragen, was in Ländern, was im Schulbereich geändert werden muss, das ist einmal das in den Köpfen. Und da kommt nur mit mehr Teilhabe überhaupt das Bewusstsein, dass man mehr die Fähigkeiten und die Förderung von Fähigkeiten als die Beschreibung von Defiziten in den Mittelpunkt nimmt. Und deswegen, wenn man das weitergeht, Herr Schneider, das, was jetzt vorgelegt wurde im Bereich der Pflegepolitik, der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der genau daran ansetzen soll, wenn er kommt, was muss eigentlich getan werden, um die Selbstständigkeit des Einzelnen so lange wie möglich zu fördern. Da haben wir die ganzen Begriffe der Teilhabe, die ja in der Gesundheitsversorgung zum Beispiel mit dem Rechtsanspruch auf Rehabilitation unabhängig von Altersgrenzen. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Im Bereich Pflege, wie können wir vor Ort besser organisieren? Da ist das persönliche Budget, das endlich auch durch das Case Management, was wir ja in den Pflegestützpunkten angesiedelt haben wollen, auch vielleicht eine bessere Begleitung derer, die mit dem persönlichen Budget sich Hilfe einkaufen können. Die Frage Einzelleistung. Einzel auch Pflege einkaufen zu können, dass wir jetzt sagen, Behinderte können ihre Assistenz mit ins Krankenhaus nehmen. Das sind alles so kleine Schritte, die daraus entstehen,
die ganz wenig erstmal sind, was die Frage der Assistenz angeht, aber wir sind froh, dass wir den Fuß in der Türe haben. Und ich glaube, es ist einfach, und da muss man sagen, eine ganz große gesamtgesellschaftliche Anstrengung von jedem, wo wir auch sehen müssen, dass vieles, ich stelle Behinderte ein, ich bin über dem auch im Ministerium, was man machen muss. Aber ich sage, ich finde auch viele Sozialverbände, die haben weniger als eine Brotfabrik bei mir, mit denen ich arbeite, eine große Brotfabrik, Bäckerei da, aber so ein Fabrikschuhbetrieb, die 7 Gehörlose eingestellt hat. Das ist eine schwierige Aufgabe auch für Unternehmer, die Mitarbeiter zu gewinnen, dass die das akzeptieren, die Frage der Sicherheit und so zu machen, dass das geht. Aber all das, was wir da an Ansätzen haben, zeigt anderen, es geht und wir haben nur einen langen Weg vor uns, weil Gesetze sind das eine. Das Umsetzen weiß jeder, der in der Sozialpolitik ist, der in der Behindertenpolitik ist oder sonst wo. Das ist eigentlich das große Rad, an dem wir drehen müssen. Aber wir haben dafür gute Chancen und wir müssen sehen, dass nicht gerade jetzt die Werkstätten für Behinderte, wo gearbeitet wird, das ist da das Problem, dass in der Krise auch mit den Zuliefererbetrieben im Grunde genommen, die sagen, wir haben noch ein bisschen, aber was machen wir denn danach? Wie sieht das denn eigentlich aus mit den Aufträgen, die wir haben? Die trifft die Krise massiv und darum muss man halt gemeinsam arbeiten. Ich bin jedenfalls froh, um das abschließend zu sagen, dass wir in der Frage Behindertenpolitik, wenn man die Jahre zurücknimmt, eigentlich immer auf einen großen demokratischen Konsens setzen konnte, weil sich dieses Thema nicht eignet zum Schlagabtausch. Und nur wenn es ein großer überparteilicher Konsens ist, ein gesellschaftlicher Konsens, haben wir überhaupt die Chance, dass wir vor Ort in jedem einzelnen Bereich auch versuchen können, das anzustoßen, was dann wirklich zu einer Veränderung in den Köpfen und in der realen Gestaltung der Infrastruktur oder auch den Angeboten für Beschäftigung und für Ausbildung geht. Vielen Dank. Herr Niebel, wird Frau Schmidt mit der FDP dazu den Konsens hinkriegen? Wir haben eine große Mehrheit und Sie hatten 4 Jahre Zeit. Es gibt vieles, was man dazu sagen könnte. Ich will wirklich die Frage beantworten. Den Rest können Sie gerne in unserem Wahlprogramm nachlesen. Die 3 wichtigsten Punkte, die wir unmittelbar durchsetzen möchten, am liebsten. Der erste Bereich, Frühförderung und Integration, damit man möglichst schnell anfangen kann. Der zweite Bereich, ein trägerübergreifendes persönliches Budget als Regelfall und nicht als Ausnahmefall, um selbstbestimmtes Leben gestalten zu können. Und der dritte Bereich, da wo es nicht geht mit dem Arbeitsmarkt, dann ein behinderungsspezifisches angepasstes Bürgergeld, damit wenigstens ein vernünftiges Leben möglich ist. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben versprochen, pünktlich, so pünktlich wie möglich Schluss zu machen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie hier mit uns diskutiert haben. Ich darf nur darauf hinweisen, ich hätte auch was dazu sagen können, davon, wenn Sie mich davon, gefragt hätten, Herr davon Schneider. Bin ich überzeugt, ich bitte das nur zu Protokoll zu nehmen. Sie kamen ja auch 10 Minuten zu spät. So, ich darf Ihnen noch mal ganz herzlich danken, dass Sie hier waren. Es heißt häufig, dass in diesem Wahlkampf keine Unterschiede deutlich würden. Ich denke, wir haben Unterschiede gehört dazu, wie die einzelnen Parteien soziale Gerechtigkeit interpretieren. Die waren zum Teil sehr deutlich, wie sie Solidarität interpretieren und wie sie aber auch Teilhabe interpretieren. Das ist schon sehr unterschiedlich. Und mir bleibt jetzt nur noch, und das ist meine Freude, Frau Merk, um das Schlusswort zu bilden. Das war der Anreißer. Bitte schön. Also ich denke, dass es für uns ganz wichtig war. Ich finde es auch schön. Es war auch teilweise nicht so, wie wir es sonst oft kennen, einer haut den anderen ohne Pause. Da kommt ja auch nichts bei raus. Sondern ich fand, es war auch viel Information von allen Einzelnen, wie sie welche Wege vorgehen. Die einen klammern bestimmte Gruppen aus, die anderen haben sie drin. Für den Paritätischen ist das, wie ich sagen darf, ein sehr gefundenes Fressen heute gewesen. Und ich danke, dass Sie gekommen sind. Ich danke auch allen, weil damit auch die Geschichte bei uns insgesamt geschlossen ist, wünsche allen einen guten Heimweg und die letzten 3 Wochen allen, die hier sind, das gehört auch zur Fairness, die Kraft, die man braucht, um am Ende ins Ziel zu laufen. Viel Erfolg Ihnen allen.